Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier ja ein weiteres Zimmertürschloss, das nicht funktioniert und das geht. Und wenn ich das hier reindrücke, Klinke kommt nicht mehr hoch. Mal gucken. Jetzt ja. Machen wir das einmal auf hier, das Schloss. Ja. Und dann Schraubendreher, der ist zu klein. So, Schrauben immer in eine kleine Dose oder Schachtel packen. Das ist immer wichtig, damit das nicht verloren geht. So, dann machen wir einmal den Deckel auf. Ja, der ist hier vernietet. Mal gucken. Ja, das da vernietet, müssen wir eben die Nieten ein bisschen lösen und dann mal eben aufmachen. So, in diesem Fall schleife ich die einfach mal ein bisschen weg. Und sollte ich die benötigen, dann setze ich dann nachher Schrauben. So, einmal auf. Na, ist ein bisschen widerspenstig. So. So, hier ist eigentlich auch alles in Ordnung drin. Das muss noch mal ein bisschen sauber gemacht werden. Ja, die Klinke hängt hier auch. Mal gucken. Aber ich könnte da jetzt was setzen hier noch, damit das noch ein bisschen härter ist. Ich schaue noch mal eben. So, ich mache das eigentlich im Schraubstock, um da jetzt ein bisschen mehr Druck aufzubauen. Es ist so, dass ich jetzt hier was dazwischen stecke. Und dann mit der Zange das hier ein bisschen verbiege. Aber wie gesagt, das mache ich normalerweise im Schraubstock. So, jetzt hat die Feder hier einen kleinen Druck. Also, ich habe die jetzt ein bisschen mehr gebogen. Dadurch hat sie jetzt hier auch mehr Druck. Ja, und sie macht die Klinke hoch. Das muss ich noch mal ein bisschen mehr machen. Nehme ich mal eben einen anderen. Und jetzt biege ich das Ganze hier. So, und dadurch ist da einfach jetzt mehr Spannung drauf. Man kann jetzt sehen, die Feder hat jetzt eine ganz andere Position. Ah, meine Katze hier heute, die will raus. Muss ich gleich mal machen. So, mal gucken. Ja, das sieht ganz gut aus. Jetzt würde ich das Ganze hier nochmal ein bisschen. So, diese Nieten hatte ich jetzt ja nicht ganz weggeschleift gehabt. Also ich kann da ein Loch reinmachen und dann Gewinde reinschneiden. Und ich habe die jetzt nicht ganz ausgeschliffen. Und ich verniete die dadurch wieder. So, dann kommt jetzt hier wieder eine Schraube rein. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Der Kunde kommt um 10, jetzt ist halb 10, passt alles. Und damit ist das wieder in Ordnung. Wir sehen hier. Ja. Jetzt hat die auch wieder richtig schön Spannung. Okay, das war's von meiner Seite aus und dann freue ich mich schon wieder auf mein nächstes Projekt.